Hallo Leute, heute in diesem Video schreiben wir zusammen einen neuen Brief für die B1 Prüfung. Wir fangen sofort an, los geht's. Hallo wieder. Brief schreiben. Wir lesen zuerst die Aufgabe und die Punkte. In dem 6-Familienhaus, das Sie bewohnen, wird eine große Wohnung frei. Sie suchen schon lange nach einer größeren Wohnung und möchten gerne dort einziehen. Schreiben Sie an den Vermieter Herr Schmidt. Schreiben Sie etwa zu folgenden Punkten. Erster Punkt. Grund für Ihr Schreiben. 2. Warum Sie die richtige Person für die Wohnung sind. 3. Termin für eine Besichtigung. 4. Was Sie erwarten. Wir haben schon die Aufgabe und die Punkte gelesen. Jetzt schreiben wir die Lösung. Hier ist ein offizieller Brief. Sie schreiben an die Vermieter, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Schmidt. Erster Punkt, Grund für Ihr Schreiben. In unserem Wohnhaus wird eine größere Wohnung frei. Die Ihnen gehört. In unserem Wohnhaus wird eine größere Wohnung frei, die Ihnen gehört. Grund für Ihr Schreiben. Da ich für meine Familie und mich schon lange eine größere Wohnung suche. Da ich für meine Familie und mich schon lange eine größere Wohnung suche. Möchte ich gerne mieten. Möchte ich gerne mieten. Ich wohne schon 5 Jahre in dem Haus. Ich wohne schon 5 Jahre in dem Haus. Ich wohne schon 5 Jahre in dem Haus. Punkt Nummer 2. Warum Sie die richtige Person für die Wohnung sind. Warum Sie die richtige Person? Wir schreiben. Ich bin zuverlässig, freundlich und zahle pünktlich. Ich bin zuverlässig, freundlich und zahle pünktlich. Ich bin zuverlässig, freundlich und zahle pünktlich. Warum Sie die richtige Person für die Wohnung sind. Außerdem kann ich kleine Reparaturen in der Wohnung selbst machen. Außerdem kann ich kleine Reparaturen in der Wohnung selbst machen.
Das war für Punkt Nummer 2, warum sie die richtige Person. Termin für Besichtigen. Ist es möglich, nächste Woche abends einen Termin zu vereinbaren, um die Wohnung anzusehen? Ist es möglich, nächste Woche abends einen Termin zu vereinbaren, um die Wohnung anzusehen? Wenn es Ihnen passt, können wir schon den Mietvertrag machen. Ist es möglich, nächste Woche abends einen Termin zu vereinbaren, um die Wohnung anzusehen? Wenn es Ihnen passt, können wir schon den Mietvertrag machen. Das war für Punkt Nummer 3. Wenn es Ihnen passt, können wir einen Termin, den Mietvertrag machen. Ich würde mich über eine positive Antwort freuen. Ich würde mich über eine positive Antwort freuen. Ich würde mich über eine positive Antwort freuen, was Sie erwarten. Mit freundlichen Grüßen. Und Sie schreiben Ihr Vor- und Nachname. Beispiel Max Müller. Das war die Lösung. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke sehr für Ihre schönen Kommentare. Beste Grüße von mir. Bleiben Sie gesund und tschüss.